Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in sehr ernsten Zeiten. Das haben uns die jüngsten Wahlen in Frankreich gezeigt, genauso wie viele andere Verwerfungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Das haben uns auch die großen Herausforderungen gezeigt, mit denen die Bürgerinnen und Bürger seit vielen Jahren umgehen müssen. Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Folgen, die das hat für wirtschaftliche Entwicklung, Energiesicherheit und Inflation, mit denen wir so lange kämpfen mussten. Und selbstverständlich sind das Zeiten, in denen die Unsicherheit große Gefahren mit sich bringt und es deshalb wichtig ist, Klarheit zu haben über das, was zu tun ist. Ich bin deshalb sehr froh, dass bei dem letzten Europäischen Rat es gelungen ist, schnell Entscheidungen zu treffen, was die Institutionen Europas betrifft, nämlich die Kommissionspräsidentin einen Vorschlag dort zu machen, die Frage, wer der nächste Außenminister, Außenministerin der EU sein wird, die hohe Repräsentantin und was den Ratsvorsitz betrifft. Ein klares Zeichen der Stabilität in solchen Zeiten und deshalb auch sehr gut. Und dazu passt auch die gestrige Regierungskonsultation mit Polen. Seit langer Zeit wieder eine. 2018 hat die letzte stattgefunden. Ich erinnere mich noch, ich war damals in anderer Funktion dabei. Und deshalb ist es gut, dass nach so langer Pause hier eine gute Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Nationen, aber auch den beiden Regierungen stattfinden kann. Das kann auch ein wichtiger Anker der Stabilität in Europa sein, auf den wir in der Zukunft setzen und bauen müssen. Natürlich sind solche Zeiten auch Zeiten, in denen diejenigen, die den Blick in die Vergangenheit wagen wollen und sie irgendwie für besser halten als das, was wir heute haben, und die die Menschen gegeneinander aufbringen wollen, von der Unsicherheit zu profitieren suchen. Auch das haben wir bei den Wahlen gesehen. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir klare Grundsätze und Prinzipien haben, mit denen wir die Aufgaben für die Sicherheit Europas und unseres Landes gewährleisten. Da geht es zunächst mal ganz materiell um die Sicherheit im Äußeren und Innern. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass in solchen Zeiten eine stabile Bundeswehr, das, was wir für die Polizei tun, für die Dienste, die in der inneren Sicherheit erforderlich sind, große Bedeutung hat. Es geht um die Frage, wie wir es sicherstellen, dass ein gutes Miteinander stattfinden kann, dass wir Zusammenhalt haben in dieser Gesellschaft. Und natürlich geht es immer auch um Wachstum. Wir brauchen Wachstumspotenziale für die Zukunft, damit nicht das Nullsummendenken das Miteinander beeinträchtigt. In Gesellschaften, in denen alle nur noch denken, dass das, was jemand an zusätzlichen Investitionen in einem Bereich, der ihn interessiert, bekommt, was dort an Unterstützung gewährt wird, etwas ist, das auf eigene Kosten geschieht, in solchen Gesellschaften kann man nicht zuversichtlich nach vorne blicken und auch keine Perspektiven für eine gute Zukunft entwickeln. Und darum, glaube ich, geht es genau um diese drei Fragen. Übrigens auch, wenn die Bundesregierung jetzt auf den letzten Metern berät über den Haushalt, den sie diesem Parlament vorschlägt, für das nächste Jahr. Auch das sind dann die klaren Kriterien, um die das geht. Sicherheit, Wachstum und Zusammenhalt für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass uns das auch gelingen wird und dass wir deshalb eine entsprechende Perspektive für unser Land entwickeln können. Ansonsten freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Befragung des Bundeskanzlers. Und ich weise schon mal alle darauf hin, sich an die vorgegebenen Zeiten zu halten. Auch den Bundeskanzler bitte ich darum, bei der Beantwortung sich an die Zeiten zu halten, damit so viele Abgeordnete wie möglich ihre Fragen stellen können. Es beginnt aus der CDU-CSU-Fraktion Dr. Matthias Mittelberg. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie haben das Stichwort Wachstum ja schon angesprochen in Ihren einleitenden Ausführungen. Ich würde Sie gern erinnern an ein Zeitungsinterview, das Sie vor gut einem Jahr der Lausitzer Rundschau gegeben hatten. Im März 2023, da haben Sie ein Wirtschaftswunder für dieses Land quasi angekündigt. Sie haben wortwörtlich gesagt, wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 50er und 60er Jahren. In den 50er Jahren hatten wir im Schnitt 8% Wachstum, in den 60er Jahren im Schnitt über 4% Wachstum. Ihre Bilanz sieht jetzt etwas anders aus, im letzten Jahr Rückgang, in diesem Jahr irgendwas um Null.
Meine Frage wäre, wann können wir mit Ihrem Wirtschaftswunder und mit den 4 oder 8% Wachstum pro Jahr rechnen? Es ist wichtig, dass wir wissen, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Ich habe schon auf die Krisen hingewiesen, mit denen wir zu kämpfen hatten. Da war, ich glaube, Sie haben davon auch eine Vorstellung, ein Angriffskrieg, der stattgefunden hat, mit Konsequenzen für die Gas- und Energieversorgung in Deutschland. Beinahe wäre es dazu gekommen, dass Deutschland seine Energiesicherheit nicht hätte gewährleisten können, weil 50% der Gaslieferungen zum Beispiel ausgefallen sind. Wir haben geschafft, da durchzukommen. Wir haben unsere Wirtschaft gerettet und Arbeitsplätze gesichert. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die Energiepreisinflation, die folgende Inflation wieder zurückgegangen sind, zunächst mit Subventionen, dann mit all den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, damit das tatsächlich auch passieren kann. Und wir haben die Grundlagen dafür gelegt, dass die Inflation wieder zurückgeht, übrigens auch mit der Politik, die wir begleitet haben, der Europäischen Zentralbank. Und alles zusammen hat jetzt die Grundlagen dafür gelegt, dass wir die ersten guten Daten für eine wirtschaftliche Besserung in Deutschland bekommen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt aber nicht innehalten, sondern dafür Sorge tragen, dass wir die Möglichkeiten auch weiter verbessern. Ich habe in der Regierungserklärung hier im Bundestag einen Wachstumsturbo angekündigt und will Ihnen deshalb sagen, genau daran arbeitet die Regierung in diesem Moment. Und zusammen mit dem Haushalt wollen wir genau einen solchen Wachstumsturbo auch vorstellen. Und ansonsten will ich gerne noch ergänzen. Ja, ich bin überzeugt, dass mit den Weichenstellungen, die wir getroffen haben, auch die wirtschaftliche Dynamik eine unglaubliche Belebung bekommen kann, wenn die vielen hunderte Milliarden investiert werden müssen, zum Beispiel in unsere Energieinfrastruktur, um nur ein Thema zu nennen.